Der Berg ruft. Ja, mit diesem Spruch von Louis Trenker, liebe Modellbahnfreunde, begrüße ich Sie alle wieder ganz herzlich aus nah und fern. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, der Berg ruft. Was will ich Ihnen eigentlich damit sagen? Naja, passt eigentlich nur zu meinem Thema heute. Die Berge kann man ja per Pedes, aber auch mit der Bahn erklimmen. Klar. Höre ich da Bergbahn? Stimmt. Ich präzisiere das Ganze mal. Die Bayerische Zugspitzbahn ist heute mein Thema. Ja, und Lemke Collection hat sich diesem Thema angenommen und unter der Marke Hobbytrain die Museumszugspitzbahn, genauer gesagt die zweiachsige Tallok der AEG mit zwei Personenwagen als Set aufs Modellbahngleis gesetzt. Ja, und in den Baugrößen H0E, H0M oder H0 können Sie diese auf Ihrer Anlage betreiben. Das dazugehörige Zahnstangenzahnrad ist nur für die Spurweiten H0M und H0E nachrüstbar. Und passend zum Tallok-Set gibt es noch ein Zweierset Personenwagen als Erweiterung zu kaufen. Alle angebotenen Varianten gibt es als DC wie auch als DCC-Varianten mit Sound. Und die zusätzlichen zwei Personenwagen, wie auch die im Set enthaltenen Personenwagen, haben eine Schnittstelle nach NEM 662 für digital schaltbare Lichtfunktionen. Soweit meine kurzen Vorbemerkungen, liebe Freunde. Und jetzt komme ich zum Step 1, das Unboxing des Modells. Ja, welches Modell habe ich Ihnen also heute mitgebracht? Es ist die H0-Variante mit Sound. Und ich würde sagen, jetzt befreien wir das kleine Schätzchen, die Bayerische Zugspitzbahn, aus ihrer Verpackung. So, die Bayerische Zugspitzbahn kommt in dieser Verpackung zu Ihnen nach Hause. Ich finde, es ist eine sehr gelungene Verpackung, unterstreicht auch nochmal den Charakter dieser Zugspitzbahn, nämlich die Museumsbahn, Bayerische Wappen und entsprechend an den Seiten auch die Aufdrucke, einschließlich der Artikelnummer. Und so weiter, was Sie also gerade erworben haben. Auch die Verpackung selbst macht einen sehr wertigen und auch angenehm griffigen Eindruck. Also, das bayerische Wappen gehört zur bayerischen Zugspitzbahn. So rum muss ich es drehen. So kommt das also zu Ihnen nach Hause. Ich habe hier das Fahrzeugset mit Artikelnummer H43104S, also die H0-Variante mit Sound. So, nun heben wir mal den Deckel ab. Ein bisschen saugen, dauert einen Moment. Tada! Und da haben wir gleich nochmal ein sehr wertig wirkendes Tuch draufgelegt. Das nehmen wir mal beiseite aus der Verpackung. Dann ist eine weiche Schaumgummiauflage vorhanden, die den Zug ebenfalls schützt. Und dann, bevor wir aber dann zum Zug kommen und uns das Ganze angucken können, liegen noch die Beipackzettel dazu. Einmal eine Erläuterung zur Geschichte der Zugspitzbahn. Und natürlich last but not least auch die entsprechenden Beschreibungen, Ersatzteilzettel und natürlich auch eine Bedienungsanleitung. So, die habe ich Ihnen jetzt ein bisschen unterschlagen. Die ist hier in dem Dings reingerutscht. Also hier sind dann auch nochmal genau beschrieben, was wie geht und auch natürlich nochmal die Explosionszeichnung drauf, falls was von Ihnen repariert werden muss. So. Und dann liegt das gute Stück eigentlich schon vor uns zum Auspacken bereit. Was haben wir alles drin? Natürlich erstmal die Lokomotive in dieser schönen
beiden Kunststoffenden mit diesen, wird diese locker angefasst, rausgehoben. So, dann haben wir schon mal die Lok aus der Verpackung befreit. Ich werde mal diese Kunststoffenden, diese schöne Streifen mal wegnehmen. Dann haben wir hier oben nochmal eine Kunststoffabdeckung auf der Lok drauf. Einmal werden hier die Dachaufbauten und der Pantograph bzw. Stromabnehmer hervorragend geschützt. Und das schützt auch gleichzeitig hier diese ganz filigranen Ansätze, Handumläufe, die an dieser Lok vorhanden sind. Das ist also sehr knuffig und auch sehr gut durchdacht verpackt. Und wenn wir dann die Lok runternehmen, auch hier unten nochmal einen Kunststoffhalter mit entsprechenden Vertiefungen, wo die Lok drin ruht. Also die Verpackung ist schon mal effizient und recht gut. So, dann haben wir schon mal die Lok aus ihrer Verpackung befreit. So, jetzt macht der Kunststoff mit mir eine kleine antistatische Übung. So, das ist also die Tallok der AEG, die in diesem Set vorhanden ist. So, und dazu gibt es natürlich dann auch noch die dazugehörigen Personenwagen, die beiden. Auch die sind mit einer Kunststoffhülle, Kunststoff eingepackt. Kann man auch entsprechend dann so rausnehmen. Jetzt die mal beiseite. Klappt das Ganze auf. Und auch hier ist das Dach nochmal mit einer extra Abdeckung geschützt worden, weil auch hier sehr filigrane Leitungen vorhanden sind, die nicht beschädigt werden sollen. Ja, und der Wagen selber, so wie bei der Lok, auch mit einer Kunststoffunterlage, wo er sehr gut drin ruht. Den Kunststoffstreifen tue ich mal beiseite. Ja, und wenn wir uns den Wagen mal angucken, er hat also zwei Normbügelkupplungen dran, die in einem Normschacht ruhen. Und die können also ganz leicht auch gegen Kurzkupplungen ausgetauscht werden. So, bayerische Zugspitzbahn steht dran. Auch bei den Stirnseiten finde ich interessant, bereits hier vorhandene Luftleitungen und ähnliche extra angesetzte Sachen machen einen sehr hochwertigen und auch einen sehr schönen Eindruck. Die Seite genauso, und da sehen wir, ups, hier sind also die Scheinwerfer dran. Das heißt, das Dreispitzsignal für die möglich oder in der Möglichkeit, wo der Zug geschoben wird. Und das sind dann die Lichtfunktionen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das mit einem Decoder, der innerhalb des Wagensdachs eingebaut werden kann, dann auch entsprechend das Ganze geschalten werden kann. So, und Wagen Nummer 2 ist das gleiche in grün, in dem Falle blau. Die Kunststoffstreifen werden ganz einfach angehoben. Damit habe ich den Wagen ebenfalls wieder draußen, lege die Kunststoffstreifen beiseite. Auch hier wieder diese Abdeckung, dass auch nichts beschädigt wird beim Transport. Und auch die Unterlage hier nochmal wunderbar zu sehen mit den Vertiefungen für die Räder. Also eine sehr effiziente Verpackung und die auch schützt. So, damit haben wir schon erstmal aus der Verpackung das Set, was zu Ihnen nach Hause kommt, befreit. Tja, dann haben wir natürlich noch mehr Sachen drin. Wie immer diese Zurüsttütchen, und das finde ich auch interessant. Sie haben einmal hier nochmal einen Satz Kupplung drin, beziehungsweise, so wie es aussieht, Luftschläuche etc. Also auch das ist nochmal in der Verpackung drin. Aber was ich ganz interessant finde, ist, wer schon mal mit der Zugspitzbahn gefahren ist, weiß ja, dass die Züge mit Buchstaben nummeriert, klingt jetzt doof, aber ich sag's mal so, sind, das heißt also A, B, C. Und diese Zugbuchstaben können Sie natürlich auch an diesem Zug anbringen. Dazu gibt es nämlich hier als feinste, eine wirklich sehr filigrane Halterung, wo Sie diesen Buchstaben für den Zug, den Sie sich da entsprechend auf der Anlage ausgesucht haben, fahren können.
Und diese Buchstaben, die da eingesetzt werden können, liegen in dieser Verpackung bei. Ja, und was auch drin liegt, sind die Attrappen der Scharfenbergkupplung. Das heißt also, am Zugende müssen Sie keine Bügelkupplung dran lassen, sondern setzen einfach fürs bessere Aussehen sozusagen die Scharfenbergkupplung-Attrappe ein. So, das ist jetzt erstmal das Unboxing und der Lieferumfang des Zugspitzbahnsets von Hobbydrehen. So, jetzt habe ich den Zug bereits aufs H0-Gleis gesetzt und nochmal zur Erinnerung, es ist die Soundversion mit der Artikelnummer H43104S und das S steht für Sound. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so einfach kann man den Zug ja nicht auf unserem Stühltisch fahren lassen. Also habe ich passend dazu einen Präsentationshintergrund gebastelt. Genau aus der Gegend, wo diese Zugspitzbahn auch fährt. So. Und jetzt fahre ich ihn erstmal vor die Kulisse. Moment. Zug kommt. Ja, da sehen wir ihn schon ins Bild kommen. Ja, das kann man dann genießen. So muss das aussehen. Na, ist das nicht ein herrliches Bild? Sieht doch schick aus, oder? So, nun halte ich den Zug mal an und genieße noch einen Augenblick diesen Anblick. Ich lasse ihn auch bewusst im Bild noch mal so stehen. So, was kann also unsere H0-Soundausführung der Zugspitztalbahn und wie ist sie eigentlich ausgestattet? Als Sounddecoder ist ein ESO LOXOUT 5 Mikrodecoder verbaut und dank Railcom meldet sich die Lok gleich an der Zentrale selbstständig an. Es sind insgesamt 26 Funktionen abrufbar. Von den insgesamt 26 zur Verfügung stehenden Soundfunktionen habe ich mir mal einige ausgewählt und möchte sie Ihnen jetzt vorführen. Mit F0 wird das Dreispitzsignal vorn bzw. hinten je nach Fahrtrichtung eingeschalten. Mit F1 schalten wir den Sound ein oder aus. F2 bedienen wir die Lokpfeife. Mit F3 wird das Läutewerk in Gang gesetzt. Mit F4 natürlich die Führerstandsbeleuchtung. Mit F7 Stationsansagen. Rheinau, Alpsee, Rüffelwies, Schneefernerhaus, Endstation. Mit F8 Innenansagen, also die Ansagen, die in den Wagen kommen. Alpsee, Rüffelwies,
F10 ist der Scharfschnapppfiff. Und jetzt kommt was ganz Originelles. Mit F23 schalte ich den Sound einer Kuhweide ein. Das heißt also, wenn Sie mit der Lok an einer Kuhweide vorbeifahren, bitteschön, hier das Kuhweidengeräusch mit F23. Ja, und mit F24, das wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, erklingt bayerische Blasmusik oder bayerische Jodelmusik, je nachdem, wie Sie es mögen, also mit F24 dieses Soundfile. Egal ob H0E, H0M oder H0. Wer schon immer von einer kleinen Bergstrecke auf seiner Anlage geträumt hat, ist mit diesem Zugset von Hobbytrain bestens bedient und sorgt für ein kleines Berghighlight auf seiner Anlage. Das war's also, mein Unboxing der Berg ruft mit dem Zugspitzbahn-Set von Hobbytrain aus dem Hause Lemke. Ich wünsche Ihnen jedenfalls jetzt schon viel Freude und vor allen Dingen auch viel Spielspaß mit diesem schicken kleinen Zug. Ja, und wenn Sie keine Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen auch unseren Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues im Angebot für Sie haben. Über einen Link auf unserem Kanal freuen wir uns natürlich immer. Und auch nicht vergessen, bei unserem YouTube-Kanal das Glöckchen zu aktivieren. Denn dann verpassen Sie auch nicht unsere Filmbeiträge rund um die Modellbahn. Klingt doch nach einer perfekten Rundumversorgung. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und denken Sie auch an mein Motto: Hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Also, bis demnächst auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.